Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, den Thorsten. Und ja, ihr seht's, ich fange mal heute im Klankrieg an. Thema ist eigentlich ganz anderes, aber da lasst uns mal gleich drauf gehen, denn wir wollen mal auch so ein bisschen Analyse betreiben. Hier für den Noah Partunax, der wird von jemandem bespielt, der hier schon ganz, ganz lange im Clan ist, beziehungsweise eigentlich ist, glaube ich, ein Freund von jemandem oder so, ich weiß es gar nicht genau. Aber es geht hier mit einem, mit Pekkas, mit so ein Truppenwirrwarr, hätte ich mal fast so gesagt. Hier kommen noch ein paar Bowler raus. Oh, das ist auch ein weiter Weg, den die Karriere hat. Jetzt ist sie schon weg. Okay, er hat aber noch einen Sprung. Da kommen ein paar Loons raus und ein Drachen, so wie ich das gerade gesehen habe. Und das ist eine zähe Geschichte hier an der ersten Mauer hier. Jetzt kommt er da auch. Da ist er aber immerhin schon mal durch. Aber er hat alle Truppen hier verloren. Alle Truppen da verloren. Kein einziger Pekka. Doch ein Pekka ist da hinten noch. Der wird jetzt noch ein bisschen geheilt. Und Donnerwetter. Okay. Ich denke mal, ist vielleicht doch für ein Rathaus. Ah doch, er ist doch ein Zwölfer. Ist vielleicht dann doch von der Seite aus mit solchen Truppen nicht ganz so cool geeignet. Donnerwetter. Naja, er hat sich ein bisschen geärgert über den Einstern, aber das wisst ihr selber. Jeder hat mal so einen Tag, wo man jetzt nicht unbedingt immer drei holt. Und deswegen. Jetzt am Ende erst das Rathaus aktiviert, aber das ballert natürlich heftig, kräftig. Jo, alle Bogenschützen da schon weg und die Queen jetzt natürlich auch weg. Da ist es auch egal, ob die 60 ist oder auch nicht. Da ist nämlich noch ein King, der da lauert. Heilzauber nochmal gesetzt am Ende. Wofür der auch immer war, okay, irgendwie war der komisch, der Angriff. Aber worum geht es eigentlich? Ja, es geht darum, ich habe endlich, meine Bauarbeiter kommen alle so langsam zurück. Ihr seht das hier. Ich habe jetzt schon drei Stück frei und ich muss nur noch ein einziges Teil bauen. Also nur noch diese eine Kanone, die wir da haben. Dann suchen wir uns mal hastigen Gegner, dass wir noch ein bisschen die 9 Mille hier reinkriegen. Ah, ein bisschen Bonus habe ich noch, aber es wäre nicht schlecht, wenn wir noch ein bisschen was finden. Ich habe eine ganz komische Armee am Start. Die brauche ich nämlich immer noch in den Events für den Goldpass hier. Und das ist alles zu wenig. Der hier schmeckt mir schon ein bisschen besser. Und jetzt gucke ich mal. Single Inferno. Eieieiei, das ist auch eine schwierige Sache. Donnerwetter, wie können wir da vorgehen? Ich habe gerade gar keine Ideen. Da unten das Elex. Ich habe gar keine Ideen. Ich habe keine Ideen, Leute. Naja, ich meine, wer keine Ideen hat, der macht sich dann Ideen. Wieso habe ich eigentlich... Ach, ich habe den Elektrodrachen dabei. Weil ich den eben, glaube ich, verspenden wollte. Den wollte ich eigentlich verspenden, okay? Ja, das ist jetzt ein bisschen doof. Dann stelle ich den mal wenigstens nach oben. Kann das hier reingehen in die Base? Ja, wo sind denn meine ganzen Trubis hier? Alter Falter, da ist ja nicht mehr viel von übrig jetzt. Dann spamme ich mal hier jetzt meine ganzen Bats rein. Ich glaube, das ist der richtige Zeitpunkt, um den da nochmal zu freezen. Das ist ein Rathaus 11er Base. Also irgendwie müssen wir den wenigstens die ganzen Ressourcen abluchsen. Die werden jetzt natürlich da hinten gleich umkommen. Ich habe hier meine Loons noch gar nicht gezückt. Die hätte ich vielleicht ein bisschen eher zücken sollen. Hier unten sind noch ein paar Bats unterwegs. Aber ich glaube, die Ressourcen, die bekommen wir hier doch. Passt so. Alter, ich habe eben gedacht, wir schaffen das nicht. Das wäre der Hammer gewesen. Naja gut, aber ist ein bisschen rumgefahren hier auf kleinem Niveau. Aber der passte mir jetzt doch so ein bisschen auch vom Gold und vom Elix her, dass ich wenigstens, ich will immer so ein bisschen überbehalten, wenn ich jetzt einen Teil baue. Es ist ja unheimlich billig geworden. Das kommt noch dazu. Denn wir sind ja aktuell noch, die Loons machen. Ja, alles klar, die Loons machen auch gerade noch die Queen. Also halt auch ein kleiner Overkill, okay. Overkill nicht, aber schon ganz schönes Gekrampfe. Das war jetzt noch in der Clanburg drin. Okay, da haben wir die... Ich bin in Champion 3. Da kommen nochmal 200.000 drauf. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Okay, so ein bisschen muss ich auch in meinen Videos immer wieder auch während der Aufnahmen so ein bisschen hin und her jumpen. Es gibt, wie gesagt, ja immer etwas zu sehen und zu analysieren. Hier ist ein Eisgolem drin, eine Hexe. Okay, das habe ich noch gar nicht. Oh, so eine Kombi habe ich noch nicht gesehen beim Rathaus 9er.
Was hat er denn hier eigentlich? Er hat hier so ein bisschen versucht, glaube ich, zu funneln, aber schickt jetzt erstmal nur die Clanburg hier in alle vier Ecken. Das ist natürlich richtig mal scheiße. Alter, die gehen ja nach überall hin. Ein bisschen nach da, ein bisschen nach da. Oh, 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 oh. Okay, die Hexe ist da völlig unberührt, hat aber noch einen Giftzauber. Mal sehen, wann er den Giftzauber nimmt. Und er hat dann ein Mars-Hox dahinter, okay. Also Rathaus hier mitgenommen, kenne ich eigentlich gar nicht so. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber hier hinten ist natürlich, das ist auch eine ganze Masse Flächenschaden. Ihr seht das hier mit den zwei Magiertürmen. Die tun natürlich den Hogridern schon etwas mehr weh. Aber die Clanburg, ja, jetzt ist, glaube ich, endlich weg mit dem Eisgolem. Okay. Dann können jetzt sicherlich die Hoggies kommen. Hier ist jetzt kein Held mehr am Leben, denn die beiden Helden vom Gegner waren auch hier außen. Und jetzt geht das hier mit den Hogs rein. Queen wurde jetzt gezündet. Ah, mal gucken. Mal schauen. Ah, okay. Riesenbombe, Riesenbombe. Oh, noch eine Riesenbombe. Aber der Heilzauber war richtig nice hier. Der erste zumindest, der da gesessen hat. Jetzt haben wir aber noch einen Wutzauber. Warum immer so viel Wut? Also Leute, ich kann euch nur empfehlen, verzichtet auf zu viel Wut. Nehmt lieber mehr Heil mit, muss ich mal so sagen. Denn also das, was man hier eigentlich mit den Hogridern macht, man macht die nur noch wütender, dass sie schneller sterben. Hab ich immer das Gefühl, wenn ich Hogrider rage, weil ich noch einen Rage-Spell über habe, also einen Wutzauber über habe, dann reiten die nur schneller in ihr Verderben. Hat man gerade gesehen. Und deswegen nehmt lieber einen Heilzauber mit. Ich meine, hier hinten, da hättest du eigentlich jetzt als Rathaus 9er einen Wutzauber hier oben irgendwo mit deinen ersten Truppen, wo du die CB auch bekommst und danach echt nur noch Heilzauber und nichts anderes mehr. Also vielleicht doch so ein bisschen, naja, okay. Okay, das geht da noch ein bisschen. Ein paar Prozente gehen noch, aber das war jetzt 24 auf 25. Na, zwei Wut, zwei Heil. Zwei Heil ist ein bisschen wenig. Zwei Heil ist zu wenig und habt ihr gesehen, der eine Wut da, der war letztendlich am Ende über, deswegen lieber nochmal einen Heilzauber mitnehmen. Hab ich das Gefühl, ist nur meine Meinung, aber naja, gut. Meine Meinung ist aber auch, dass wir hier noch so ein bisschen reinfahren für unser letztes Update, was wir ja vorhaben. Und auch hier habe ich wieder so eine komische Truppe am Start. Okay, wieder so eine komische Truppe am Start. Da müssen wir uns den Loot mal wieder hart suchen, glaube ich, denn der kommt nicht zu uns. Okay, Leute, den nehmen wir mit. Den nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht genau, warum ich ihn mitnehme, aber ich nehme ihn einfach mal mit. Ich habe 20 Barbaren dabei. Das liegt bestimmt an diesem komischen Event, was wir gerade haben. Und alter Falter, naja, okay. Okay, ist nicht so schlimm. Sage ich ja auch, dieses ist nicht so schlimm. Das sage ich auch 2 Millionen Mal im Jahr. Alles nicht so schlimm, Leute. Alles easy. Den rocken wir hier mit unserer Pekka-Truppe. Und, alter, 20 Barbaren, die kann ich ja hier so ein bisschen zum Funneln mal nehmen. Den nehme ich mal echt mal zum Funneln. 3 von denen dort. Und, muss ich jetzt eigentlich schon... Ach komm, wir nehmen die mal in Wut hier. Einmal die Karre hier mit rein. Ein Eiszotteligen. Na komm, nicht weitergehen. Ihr braucht nicht weitergehen. Ihr könnt hier reinmarschieren, Leute. Der steht in jedem Fall auf Boden. Oh, da sind ganz, ganz böse... Wallis hier. Da sind ganz böse Walküren, habe ich gerade gesehen. Okay. Was habe ich denn hier noch? Ich habe noch einen Sprung. Oh, das ist ja geil. Ich habe noch einen Sprung. Ah, ich sage ja, ich habe hier im Moment eine Zauberkombi. Die geht echt gar nicht. Die geht wirklich mal gar nicht. Naja, egal. Mal sehen, ob die das Rathaus bekommen hier. Einmal den Warden jetzt gezündet. Den gezündet. Und dann geht das mal hier so ein bisschen mit den Bettzaubern, glaube ich, los. Ich habe jetzt... ich hab mal so richtig keinen einzigen Fries mehr. Ich habe nur die ganzen vielen Bettzauber hier, aber ihr seht das hier, die Masse hier, Alter. Was marschieren die hier durch? Die sind, selbst gegen die Magiertürme, keine Chance hier, keine Chance, alter Falter, die sind echt saustark hier zum Farmen, kann man mal machen, ich meine, ich habe jetzt hier ja eben schon den Bonus einmal gehabt, kann den nächsten Bonus auch nochmal mitnehmen und, da ist das gewesen, okay,
Alter, nicht schlecht. Donnerwetter, 500, 5000. Jo. Das sieht aber gut aus hier, 800.000. Ich denke mal, mal gucken. Wir können uns, ich hab noch gar nichts nachgebaut. Okay, ich baue jetzt nämlich Eventtruppe nach. Da graut es mir auch echt schon vor. Da graut es mir wirklich schon vor. Vor Eventtruppe, aber ich will das mal probieren jetzt. Irgendwann muss ich das mal machen, hier wieder so ein bisschen rumbatschen. Ich mag die überhaupt nicht mehr. 8 Millionen, das reicht nicht ganz, aber ich glaube, wir haben hier noch ein bisschen drin. Ja, wir haben hier noch ein bisschen drin. Wir collecten hier mal rein. 11 Millionen, 10 Millionen Elex und dann gucken wir mal, dass wir wirklich jetzt unser letztes Teil machen können. Und dann haben wir das eigentlich ganz, ganz gemütlich, muss ich sagen, gemacht hier. Das letzte Update, da ging es ja nur um die Kanonen und die Bogenschützen. Türme, die ein Level nach oben gehen und drei Bauarbeiter habe ich frei. Mein letztes Teil, normalerweise kostet das Ding ja 12 Millionen durch den netten Pass, den ich ja auch schon recht weit gespielt habe. Wie weit sind wir da eigentlich? Oh, wir sind hier hinten schon. Noch so ein bisschen, dann haben wir den Skin hier. Aber ich habe hier die ganzen anderen Errungenschaften alle schon bekommen und deswegen ist das Teil auch nicht mehr so teuer. Was heißt das Teil? Die Kanone ist nicht mehr so teuer. Sie kostet halt nur noch 9,6 Millionen. Normalerweise kostet sie 12 Millionen und wir stoßen sie an. Die letzten 9 Tage auch das. Normalerweise läuft das Ding 14 Tage hier. Krass, krasser Scheiß. Ich glaube 14 Tage waren es. Nicht 12 Tage, ich glaube es waren 14 Tage. Ich weiß es gar nicht so genau. Müsste jetzt auf einen anderen Account nachgucken. Aber wir haben noch ein wenig Elex dazu vergeben. Okay, da gehen natürlich immer noch für 4 Millionen unsere Mauern. Okay, 4 Millionen ist in Ordnung. Da können wir in jedem Fall einen Sack hauen. Und wenn ich ein bisschen reinhaue, eben passt, dann schaffe ich auch noch ein paar Mauern mehr. Denn 17 Tage noch. Morgen kommen erst die neuen Challenges. Also, wish me luck, Leute. Und ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Kurzes Update, also mein letzter Bauarbeiter hier in der Spur. 114 Mauern noch, das kriegen wir sicherlich hin. Ich bedanke mich bei euch. Bis dahin, euer Toto. Flasht.